Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Timberborn. So, wir haben eine Dürre. Hat schon begonnen, super. Naja, eher relativ. So, aber da würde ich mal sagen, hochziehen. Hochziehen. Wie lange wird die Dürre? 5 Tage. Das geht. Das geht. So. Machen wir auch hoch. Und da könnten wir auch hochziehen. Hochziehen. So. Und parallel würde ich sagen, da stoppen wir die Tätigkeit. Da hinten können wir schon pumpen. Da stoppen wir auch die Tätigkeit, würde ich mal sagen. So. Genau, super. Ja, schon fertig. Schon fertig. So und so. So, hier fließt hier normal weiter, das ist gut. Wir haben 3,8. Wieso haben wir so doof? Wieso haben wir jetzt so wenig hier? Naja, schauen wir mal. So, 41 Arbeitslose. Hatten wir nicht irgendwo hier einen Arbeiter? Bauarbeiter und Arbeiter. So, ich will mal schauen, wer schleppt denn hier? Jawohl, ein Bauarbeiter, okay. Das heißt, wir brauchen einen Bauarbeiter. Wo haben wir welche? Das ist Bauarbeiter. Dann würde ich mal sagen, stellen wir den hier her? Nö, da ist es schlecht. Da unten wäre es besser. So, Bauarbeiter. Jawohl, so. Sehr cool. Theoretisch könnten wir da noch einen Bauarbeiter herstellen. Machen wir das mal. Dann einen Weg hier. So, und das passt alles. So, noch 4 Tage. Die Dürre. Da sind wir inzwischen auch durch. Also hier kommt auch nichts mehr raus. Das ist ausgezeichnet. Hier kann noch schön gepumpt werden. Ah, wir lassen das so. Auch gut eigentlich. Sehr cool. Vom Essen her 6,1, 6,2. Da ändert sich nicht wirklich was. Wasser haben wir aus meiner Sicht auch noch wirklich genug. Lass mal hier mal was ab. So, das fließt natürlich überall hin. Das ist gut. So, da funktioniert auch noch alles. So und so. Sehr schön. Läuft. Sprengstoff wird produziert. Alles ist super. Da fängt auch langsam die Mauer an. Auf das freue ich mich schon besonders, weil dann können wir hier bei Überflutungen, was auch immer, wenn wir dazu machen, endlich mal auch hier rüberleiten. Sehr schön. Das wird gut. So, wobei, Moment, wir haben hier Bauarbeiter, wir haben hier Bauarbeiter und da haben wir noch 2 Bauarbeiter. Hätten wir da einen Träger dazustehen sollen? Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So, dann haben wir hier
Sprengstoff. Und hier. Und hier. Ja. Ansonsten passt's ja. Sehr gut. Finde ich schon sehr gut, sehr passend. Alles gut, alles in Ordnung. Hier wird der Sprengstoff schon. Oh ja, 78. Das ist schon gut. Da könnte man schon schön sprengen, aber da will ich vorher noch hier auffüllen lassen. Und hier, bevor wir da weiter tun beim Sprengen, das ist alles gut. So. Duschen noch kräftig, super. Baustelle fehlen Materialien. Wir wollten Wohlbefinden das Strandbad auch mal machen. Oh, das kostet 40 Holz. So. Da könnte man rein. Müsste man halt. Da könnte man dann. Strandbad hier oben, das wär's. Oh, das wär's. Das wär's tatsächlich. Oh, das könnte man wirklich einplanen, wirklich machen. So, wir haben noch immer 2,6, 6,1, 6,2. Das heißt, die Auswirkungen sind gar nicht tragisch. Da könnte man einen Weg drauf setzen hier. Läuft alles. Alles cool. Ach, schade, da müssen wir wieder aufmachen. Können wir auch ganz aufmachen. 1,4 Tage noch. So, alles gut, alles passt. Machen wir da vielleicht auch gleich auf. Lassen wir das noch. Schön. Das aufmachen. Oh, schön, wie das hier alles grün wird. Ach ja. Wir haben noch immer 45 Arbeitslose. Ja, das Problem ist natürlich der Wald. Der Wald, davon haben wir zu wenig. Da hätten wir auch mehr Wert drauf legen sollen. Also ich. Ah. Oh, der Biber ist verletzt. Oh ja, der Arme. So, inzwischen haben wir 105 Sprengstoff auf der Seite. Das ist natürlich eine feine Sache. Sehr cool. Läuft perfetto. So, die können wir da höher einstellen. So, wir haben noch 0,4 Tage. Da wird toll gepumpt, das finde ich super.
So, da ist offen. Wir können das hier. Machen wir noch nicht auf. Das ist ganz offen. Dann würde ich aber auch sagen, komm, wir machen das auf. Jetzt hilft es auch nichts mehr. So, und hier zum Thema Spaßbad. Es geht ja gleich los. Ebenfalls auf. Das ist ganz offen. Das ist gut. Da läuft es noch immer. Das ist ganz offen. Das sollten wir aber ganz zumachen wieder. Beziehungsweise 1 runter auf 2,5 oder sowas. So. Ja, das passt. Super. Ja, ich würde auch sagen, wir haben ganz viel geplant, wir haben ganz viel getan. Ein bisschen lassen wir es hier noch so laufen und dann werden wir uns sukzessive irgendwann mal drum kümmern. So. So, dass wir einen neuen Spielstand beginnen. Über die Fehler der Vergangenheit, wobei ich finde es ja gar nicht so schlimm. Sehr cool, geht schon los. Super. Alles offen, alles läuft, alles fließt, alles ist gut. So, Gebäude benötigt Materialien. Ja. Oh ja, Kastanien. Überflutetes Gebäude. Okay. Und 385 Stellen brauchen Material. So, Moment, da machen wir noch einmal höher zu. So. Super. So, pendelt sich alles wieder ein hier. Wunderbar. Da kann man ja sagen, ab 2,5 läuft es über. Das muss reichen. Sehr schön, da läuft es durch. Ja, gewisse Dinge kommt man mit der Zeit drauf. Wir starten ja mal blind in so Projekte. Machen wir da mal hin auf 0,5. Das haben wir zwar schon mal probiert. Schön. Oh, da ist bald zu. Das ist so cool. So, hier werden wir aber den Weg. Machen wir den Weg gerade? Nö. Da haben wir Zweier Sprengstoff. Dann werden wir hier auch den Zweier Sprengstoff einbauen. So. Gut. So, haben wir alle wieder aufgedreht, alle Pumpen? Ich denke, ja, hier, die fehlt noch, gut. Bam. So. Alles gut, alles fein, so soll es sein. Oh ja. Schön. Ja, ich habe mir tatsächlich überlegt, mit euch gemeinsam einen neuen Spielstand zu beginnen. Und ja. Auf gemütlich, zwar vielleicht jetzt eine Pause, eine kleine, aber ja, warum nicht? Warum nicht? Sehr cool. Aber ein bisschen wollen wir hier noch herumtun. Ah, das ist schon gut. Ach cool.
Ich bin sehr, sehr, also stolz, aber läuft super. Ja, bei Wasser müssen wir jetzt die Speicher schon langsam wieder voll machen. Jetzt wird dieser ganze Damm hier gebaut, den finde ich auch großartig. Machen wir das vielleicht einmal breiter? Ich bin hier schon am Überlegen. So, und zwar, wenn wir sagen, hier Gebäude weg. Bam, ja. Und wir sagen hier einmal die hier und einmal die hier. Interessiert mich. Schön. Sehr cool. So, meine Lieben, wir lassen es jetzt mal nur gemütlich hier wieder laufen. Und schauen den Bibern beim Wuseln zu. Schön. Sehr cool. Ja, die Bäumchen müssen erst wachsen, natürlich. Ja, ist halt 79%. 12 Tage brauchen die Kiefern. Ja, wir könnten schneller wachsende Bäume nehmen. Boah. Hier 164 Sprengstoffe. 6 Biber sind verletzt? Wow. Wow. Also ich würde das gerne jetzt freisprengen. Und dann hier aufmachen, dann könnten wir die Faulwasserpumpen hier gleich verwenden und da gleich auch hierher bringen. Dann wäre natürlich, natürlich dieses Becken hier nicht mehr so von eminenter Bedeutung. Ja, andererseits. Hier. So, und da brauchen wir... Dreier. So, ja, passt. Fellradius ist bis hierher. So. Schön. Sie alle nach Hause wuseln. In das Riesenhochhaus. Ach schön. Ja, die Dachterrasse. Cool. Sind schon alle drin? Vielleicht sollte man noch eine bauen. Noch eine Dachterrasse? Hm. Hm. Ja, für den Moment noch nicht. Oh, das ist fast zu. Oh, da wird ja auch schon der Weg gebaut. Ach, schön. Wir sind da noch schnell reinwuseln und trinken. Super. So.
Schön, oder? Das ist doch toll. So, 3,6. Wir nähern uns schon dieser Vierer. Baustellen. Schön. Wie viel Fäden hier immer bei diesen? Ach, 12 Rohholz einer. Oh je. Ach ja. So, wir machen uns jetzt hier einen Weg her. Und hier eine Treppe rauf. So. Weil sonst haben wir da nie den Sprengstoff. Schön, wir sind auf 3,8. 3,8. Ja. Das halten unsere Biber gut aus. Sehr cool. Ich würde es echt gern freisprengen, aber... So. Unterlaufen Sie. So, was haben wir? 353 Baustellen. Schön langsam. Ja, wir haben zu viele Dinge gleichzeitig begonnen. Und gleichzeitig zu viele aufgemacht. Aber ja, ist halt so. So. Das werden wir da auch machen. Das werden wir auch machen. So. Super. Das sieht schon wieder auch aus. Ach ja, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, wir lassen den Spielstand mal so. Und pausieren das Projekt mal. Und ja, dann schauen wir mal weiter. So, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.